Hallo, Katharina hier und das wird ein Video zu dem Thema Business Positionierung, Business Klarheit. Warum das irgendwie so ein störrisches Biest ist und was da eigentlich geschieht. Business Positionierung ist ein super transformativer Prozess. Diese Form von Klarheit finden bedeutet eine Form von persönlicher Power finden. Und das ist ein Prozess, der zuerst in unserem Körper stattfindet. Und es geht darum, dass wir wer wir wirklich sind, was unsere Werte sind, was die Wahrheit ist über uns. Und das ist in der Regel quasi eine Wahrheit, die über unsere Persönlichkeit hinausgeht. Also wo wir angedockt sind an die Wahrheit unseres Seins, an unsere Seele, an etwas Größeres, Ganzes, an das schöpferische Geheimnis, was auch immer. Also das ist der Ort, an den es uns hinzieht. Und das ist in der Regel für Soulpreneure und Visionäre der Ort, an den deine eigene Arbeit hinführt. Und das bedeutet, dass wir auf die Bühne treten und sagen, das bin ich und das ist meine Wahrheit und da führt meine Arbeit hin und dass wir das verkörpern können. Und die Persönlichkeit wird auf die Bremse treten und das sieht so aus, dass wir in Nebel geraten, dass wir unklar werden, dass wir das nicht halten können, nicht fassen können, dass es am Sonntag klar ist, am Montag zerrinnt uns unter den Fingern und dass wir zwischen diesen Momenten also für mich ist es so ein Ergriffensein, wenn ich an dem Ort bin von, das bin ich wirklich und darum geht es wirklich in meiner Arbeit, dass wir von diesen hochenergetischen Orten zurückpendeln in diese Konfusion und sagen, das ist ja irgendwie völlig irre und damit werde ich unter der Brücke landen und das geht ja überhaupt nicht und dann fangen wir an, die Energie wieder rauszugeben, wie machen es andere, was gibt es für Programme, wie muss ich sein, was sind die klugen Strategien, was ist der 7-Punkte-Plan, und wir stehen quasi wieder dieser siebenköpfigen Hydra gegenüber, die uns völlig Mischucke macht. Also das, was ich möchte von diesem Video, dass du es mitnimmst, wenn du in diesem Hin und Her oszillieren bist, es ist normal. Dreh dir keinen Strick draus, nimmst den nicht übel, hol dann nicht deinen inneren Kritiker raus und sag, du solltest schon weiter sein. Es gehört zum Prozess. Das Oszillieren ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass diese Wahrheit, wer du bist, bereits da ist, sonst könnte es nicht zu diesen Schwankungen kommen. Das zweite ist, versuch, also wenn du in diesem Nebel bist, in dem Oszillieren, versuch nicht, das mit irgendeinem Strategieblatt abzuarbeiten, weil das quasi den entscheidenden Prozess, der nötig ist, überspringt und es dann wieder zusammenbricht. Und das, was es zu tun gibt, ist mit deinem Körper arbeiten. Diese Wahrheit, diese Klarheit beginnt damit, dass du das in deinem Körper halten kannst. Und Positionierung ist ein Prozess, in dem uns all unsere kreativen Wunden, unsere Traumen um die Ohren fliegen, all das, wo wir gelernt haben, dass wir eins auf die Mütze kriegen, wenn wir mit ganzem Herzen auf der eigenen Bühne erscheinen und sagen, hier bin ich und das würde ich so gerne mit der Welt teilen. Das heißt, der Körper reagiert, unser Nervensystem reagiert. Es ist quasi eine Reaktion auf ein altes Trauma und das muss im Körper gelöst werden. Und wir können das üben, zum Beispiel mit Inquiry. Das ist ein Grund, warum ich so gerne mit Inquiry arbeite, warum ich glaube, dass Positionierung kein Solo-Unterfangen ist und sogar einen größeren Rahmen braucht als nur einen einzelnen Business-Coach. Das ist super, einen Coach zu haben, der an dich glaubt oder einen Mentor, ist klasse. Aber wir brauchen diese Bühne für diese Verkörperung und wo wir üben können, diese Energie standzuhalten, diesem Raum von dieser tiefen, inspirierten Wahrheit, von dem Angedocktsein an unsere ganz, ganz eigene Energie und die zu teilen und sagen, guck her. Und dieses Licht quasi immer größer zu machen und immer tiefer in diese Wahrheit einzutreten, ohne klein werden, niedlich werden, in Gehorsam zu fallen, das wegzuwischen, uns wegzudrehen, die Energie zu cutten. Ja, das ist das Zweite. Also es ist normal, wenn es dich hin und her haut, gehört zum Prozess, ein super Zeichen eigentlich. Und das Zweite ist, denk gar nicht dran, das irgendwie alleine an einem Schreibtisch zu machen mit irgendeinem PDF. Es ist kein Do-It-Yourself-Projekt. Und arbeite mit Verkörperung, arbeite mit Inquiry, lass dich zum Beispiel, also ich meine, natürlich kannst du mit mir arbeiten oder in eine Gruppe kommen, aber zum Beispiel lass dich, wenn das irgendwie nicht dein Ding ist, lass dich über deine Positionierung laut sprechen. Selbst wenn du das solo machst in deinem Wohnzimmer und hin und her gehst und sagst,
Das ist das, was ich sagen will. Das ist das, das ist die Essenz von meiner Arbeit. Das sind die Leute, die mich wirklich irgendwie, mit denen ich wirklich klicke, die nehmen können, was ich zu sagen habe. Also fang an, laut über deine Positionierung zu sprechen. Das wird dir helfen, in den Körper zu kommen. Dritter Ratschlag ist, Ratschlag sind scheiße. Schlagen, dum, 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 wissen wir alle. Dritte Anregung, die mir geholfen hat, ist, Energie halten ist ein Prozess, wo es um Grenzen geht. Wenn du kreative Wunden und Traumen hast, wenn du in Systemen aufgewachsen bist, die diesen eigenen Ausdruck gekappt haben, ist es wichtig, ein Gefühl für deinen eigenen Raum zu bekommen. Ich kenne eine Übung von Jack Rosenberg irgendwie seit mehreren Jahrzehnten, wo du mit einer Schnur einen Kreis um dich legst. Ist aber nicht immer praktisch, irgendwie, wenn wir mit jemandem arbeiten, wenn wir ein Video machen, wie auch immer. Wenn du merkst, dein System fängt zum Flattern an, leg einen energetischen Kreis. Also wenn du in eine Inquiry eintauchst oder wenn du ein Video machst oder wenn du einen Vortrag machst, stell dir vor, dass du einen Kreis aus Energie oder Licht um dich legst oder nutz den Teppich, auf dem du stehst. Das ist das Feld, das ist mein Heimatplanet, das ist mein Raum und in dem Raum kann ich mich ausbreiten nach meinem Gusto. Das sind meine drei Anregungen und keep flowing. Wir sind in einer sehr besonderen Zeit und kollektives Erwachen für mich, also der Bewusstseinswandel, durch den wir gehen und in den wir einsteigen, dieses kollektive Erwachen hat damit zu tun, dass wir aus der erlernten Ohnmacht rauskommen. Und Positionierung wird dich gnadenlos mit deiner erlernten Ohnmacht konfrontieren und es ist komplett möglich, da rauszukommen, wenn du dich diesem Drachen quasi direkt stellst und sing dein Lied. Wir brauchen die Leute, die Wahrheit und Seele und Inspiration und Freude auf die Erde bringen. Voilà, das war mein Video zum Thema Klarheit ist ein körperlicher Prozess. Liebe Grüße, Katharina.